Hallo ihr Lieben und willkommen bei uns beim Würfelorden. Vielleicht erkennt ihr dieses Säckchen schon, aber heute mal schauen wir uns wieder neuere Modelle an. Und zwar habe ich am Black Friday zugeschlagen bei Unreleased Miniatures. Und wir schauen uns die neuen Gundabad Modelle an, beziehungsweise die Northern Orcs, glaube ich, heißen sie. Ich habe mir das A- und das B-Set geholt. Was ich schon mal sagen kann, man hat natürlich wieder die Beine separat, was ich sehr cool finde. Diesmal nicht mit diesen, nicht so vorgegeben, wie der Oberkörper angeordnet sein muss. Das ist schon mal ein großer Vorteil. Dann haben wir hier verschiedene Oberkörper. Der hier ganz nah zum Beispiel an Jasnek dran, was ich sehr gut finde, weil ich möchte mir aus diesem Set unter anderem auch einen Jäger-Ork-Hauptmann machen. Was schon auffällt ist hier, wir haben da extrem viel diese Schwimmhäute dazwischen. Die lassen sich natürlich leicht lösen, aber das ist ganz schön extrem, aber wie ihr seht, das lässt sich ganz einfach rausdrücken. Das ist kein Problem. Dann haben wir hier einen Speer, das Material schaut deutlich stabiler aus, als ich zum Beispiel bei den Elben gehabt habe. Das war sehr leicht gebrochen, das finde ich hier deutlich besser. Hier habe ich auch nochmal eine Variante, ich finde es sehr cool mit den verschiedenen Körpern, jeweils als Jäger-Ork und als Gundabad-Ork. Da kann man einiges machen, kann man sich auch einige coole Umbauten dann machen. Ich habe zum Beispiel nämlich so Indianer noch da und dergleichen. Die könnte man damit sehr gut zu Jäger-Orks umbauen. Hier nochmal ein Speer, noch ein Speer, also dreimal Speer, wie immer. Dann haben wir hier Schwert und Handwaffe. Dreimal Schilder, was sehr cool ist, dass wir hier Schilder dabei haben. Die könnte man sich auch überlegen abzuformen und sich mehr zu holen. Eben genau für diesen Grund, dass ich die Gundabad Orks entsprechend mit Schildern mache oder für etwaige Umbauten. Weil alle Teile, die ich hier nicht verwende, werden 1:1 aus Morannon Orks bzw. Uruks wieder Gundabad Orks gebaut. Was man dabei nicht hat, ist eine zweite Waffe. Das fällt einem schon auf. Man kann zwar Jäger-Orks bauen, aber hat keine zwei Waffenoptionen für links und rechts. Das finde ich schade, weil sonst könnte man nämlich wirklich dieses Zweihändige gut darstellen. Beziehungsweise, ja, das ist ein kleiner Kritikpunkt. Was ich sehr gut finde, sind diese Trophäensachen. Da kann man nämlich sehr gut Hauptmänner damit bauen. Und genau das werde ich sicher auch machen. Und im Set Nummer 2. Auch hier wieder jede Menge Teile, man gleich eine ganz andere Farbe. Wir haben wieder verschiedene Speere, wobei das eigentlich fast schon als Zweihandachs durchgehen könnte, als statt als Speer. Drei verschiedene Speere, drei verschiedene Schwerter, Schildarme, da bleibt gar nicht so viel über. Hier haben wir gleich die Waffe für einen Berserker, wenn man einen Berserker umbauen will. That's the possibility. Wieder sehr viele Köpfe, ich muss wirklich sagen, die Köpfe sind ihnen wahnsinnig gut gelungen. Beine, Oberkörper auch wieder machbar als beides. Coole Idee, wieder drei Schilder, Trophäenköpfe, also eigentlich ziemlich ähnlich dem Set, nur eben andere Positionen, ein bisschen andere Optik. Ich freue mich aber auf jeden Fall wahnsinnig, die bauen zu können und umzubauen und auch meinen Jäger-Ork-Hauptmann zum Beispiel draus zu machen und dergleichen. Da bin ich echt gespannt. Bin auch ziemlich sicher, dass man aus den ganzen Teilen einiges machen kann und hoffe, ihr seid gespannt, was da jetzt alles draus passiert. So, ich habe fertig zusammengebaut und bemalt. Hier seht ihr 6 Gundabad Orks und einen Jäger Ork Hauptmann, den ich sowieso unbedingt haben will für die Listen. Ich habe mich jetzt für zweimal Speer, dreimal Schwert und eben den Jäger Ork Hauptmann entschieden. Die Posen gefallen mir wahnsinnig gut, die Modelle sind groß. Sie wirken vielleicht auf den Bildern schlanker, als sie eigentlich sind. Das liegt aber auch daran, dass sie eben sehr, sehr groß gewachsen sind. Und das finde ich allerdings ziemlich, ziemlich cool. Die Posen sind super, die Modelle sind super, die Bits sind super. Ich bin wahnsinnig begeistert. Das sind bisher meiner Meinung nach die schönsten Gundabad-Alternativen, die ich habe. Ich habe jetzt schon einiges gesammelt, ob das jetzt die sind von der Wale oder von Matt Berry oder so, aber ich muss wirklich sagen, die Unreleased-Varianten gefallen mir hier bisher am besten, vor allem weil man halt auch massiv noch an Modellen, also an Bits dazu bekommt. Man muss natürlich bedenken, man zahlt sehr, sehr viel für die, sehr, sehr viel, man zahlt natürlich hier das Produkt bzw. auch die Bits mit, das heißt natürlich wäre man, wenn man einfach nur fertig gedruckte Sachen aus einem 3D-Drucker kauft oder selber druckt, billiger dran. Das muss man halt einfach bedenken. Unreleased Miniatures stellt hier selber her und gießt. Das ist nochmal was anderes.
Deswegen natürlich nicht die billigste Variante, aber für alle, die Vielfalt in die Armee bringen wollen, finde ich diese Modelle wirklich, wirklich cool. Vor allem, wenn man bedenkt, dass man aus den Bits und den Teilen, die man hat, wenn man noch einiges an anderen Resten hat, deutlich mehr rausholen kann. Ich habe jetzt aus dem Set für 12, was eigentlich 6 Miniaturen zusammenbauen kann, also den Jägerer Kaufmann, da habe ich übrigens die Schwerter getauscht, weil die wären nicht dabei gewesen, und 5 Gundabad Orks, habe ich noch zusätzlich diese 8 Modelle auch noch umgebaut aus Resten, die ich noch daheim gehabt habe. Zum Beispiel, das ist einfach dann die Waffe und die Arme sind von den Gundabad Orks, der Oberkörper auch und der Kopf, die Beine sind ein Urukai und dann einfach noch ein Schild, was ich übergehabt habe. Ähnlich hier, Kopf, Arm, Oberkörper ist alles von Unreleased, Unterkörper ist von ist ein Rest, was ich noch von Kruzluk übergehabt habe, noch ein Gundabad Ork. Der war hier besonders leicht, das war einfach Schild und Schwertarm von einem, also von Unreleased auf einen Moranen Ork aufgeklebt, neuer Kopf, und hinten habe ich ihm eine der Bannerstangen, die, also der Trophäenstangen geklebt, die noch dabei waren. Und dann habe ich mir noch 5 Jäger Orks gebaut, die habe ich aus Indianern von Warlord Games gemacht. Da habe ich zum Beispiel den Oberkörper und die Arme ausgetauscht, noch ein paar restliche Bits verwendet, fertig. Hier ist auch der Oberkörper und der Kopf von Unreleased und der Rest halt aus anderen Teilen zusammengebaut. Okay, der hat jetzt den Absturz leider nicht überstanden, den muss ich dann nachher neu kleben. Habe ich auch einen Oberkörper verwendet und dann eben den Kopf, den klebe ich nachher drauf. Die Beine sind von Warlord Games und die Arme, glaube ich, von Othmark. Dann dasselbe hier drüben nochmal mit verschiedenen Sachen. Also man kann hier echt gut zusammenbasteln, wenn man ein bisschen sich was überlegt und die Modelle entsprechend gut nutzt. Mein Endresümee zu den Nord-Orks von Unreleased Miniatures. Ich finde grundsätzlich, wenn man alles nutzt und wenn man gerne umbaut, zahlt sich das Set wahnsinnig aus. Dann ist auch das Preis-Leistungs-Verhältnis wirklich gut, sollte man aber nicht umbauen wollen, bleibt einem halt relativ viel über, für das man trotzdem bezahlt, da gibt es vielleicht andere Möglichkeiten. Das ist aber trotzdem seit langem wahrscheinlich der schönste Bausatz, den meiner Meinung nach Unreleased rausgebracht hat. Ich arbeite ja aktuell immer noch an den Korsaren seit Ewigkeiten und so, die auch sehr toll sind, aber die finde ich richtig stimmig. Also die Gundabad Orks gefallen mir mega gut, die Varianten, die man dabei hat, sind super. Bisschen mehr Waffenoptionen hätten mich persönlich gefreut, dass man sagt, man hat nicht nur ein Schwert und einen Speer, sondern hat hier ein bisschen mehr über, um das Ganze wirklich schön ausschweifend zu gestalten. Aber schlussendlich muss ich sagen, bin ich echt zufrieden mit den Ergebnissen und Gundabad wächst. Ich freue mich auf eure Meinungen zu diesem Video bzw. zu diesen Modellen. Vielleicht habt ihr sie ja auch schon. Und hoffentlich sehen wir uns bei uns beim nächsten Video. Vielen Dank fürs Einschalten.